So, und da sind wir auch schon wieder bei Skyrim. Wir betreten jetzt das Hügelgrab. Ja, viel zu erzählen gibt's ja da jetzt nicht. Wir wollen einfach mal loslegen und die Leute im Abschnitt sind, die wir so finden, oder Ratten oder was auch immer wir finden werden. Seht ihr, da hinten war doch auch schon was. Leichen. Hier war wohl ein Gemetzel. Aber bei einem Gemetzel gibt es meistens auch einen Sieger. Und den wollen wir niederstrecken. Wenn der Dunkelelf vorausgehen will, dann lasst ihn doch. Müssen wir unser Leben nicht riskieren? Und was ist, wenn Abel nicht zurückkommt? Ich will meinen Anteil an der Klaue. Seid einfach still. Was war das? Ich. Wieder gestreckt, du. Du Dieb, du. So, wo ist die Trolle? Da. Und zack. Ich glaube, das war's. Bier, Dietrich, Gold. Passt. So, hatten wir hier noch irgendwas vergessen? Wie hatten wir? Mensch, 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 die haben mir echt ganz schön viel abgemetzelt. Die konnten sich wohl alle nicht so sonderlich gut ausstehen hier. Naja, mal schauen, was wir so hier im Lager haben. Holzfäller-Axt. Oh, eine Truhe. Schließen wir die doch mal auf. Ging schnell. Rufstes Waffen. Was wir alles so Nettes hier finden. Ich glaube, wir sollten in der Höhle vielleicht mit einer gezückten Waffe rumlaufen. Wäre sehr wahrscheinlich vom Vorteil. Nehmen wir mal den hier. Hier noch was? Oh ja, Gold. Münzen, yay. Ach, dieser Sommer, das ist total schlimm. Überall Fliegen hier. Alles verpestet mit Fliegen. Gruselig. Beziehungsweise hier natürlich mit Ratten, mit Skevern. Auch gruselig, natürlich. Ziemlich still hier. Gefällt mir nicht. Der hat eine Fackel. Ja. Okay. Sieht mir ganz nach einem kleinen Rätsel aus. Schauen wir doch erstmal. Ich vermute mal, diese Figuren sollen wir da in die richtige Reihenfolge bringen. Sieht stark danach aus. Da haben wir. Ist nur die Frage, geht es von links nach rechts oder von rechts nach links? Fangen wir mal von links nach rechts an. Schlange, Schlange, Wal. Schlange. Schlange. Wal. Und jetzt klicken und weglaufen. Oh, hat ja geklappt. Auch mitnehmen, alles mitnehmen. Ich
wollte eigentlich den tragen. Warte nicht noch eine? Doch, da ist noch eine. Sü, das waren die Escapers. Giftrolle. Hm. Interessant. Sonst gibt's hier nichts. Wollen wir weitergehen? Seht ihr das? Hagnir? Björn? Solin? Was war das? Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Hm. Warte, gab's da noch was? Nö, sieht nicht so aus. Doch, ein Skelett. Oh, ich habe ganz schöne Frame Drops hier. Ich vermute mal, dafür brauchen wir unseren Feuerzauber. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Nein, warte. Flammen. Und das Schwert. Ja, wobei bin ich denn gerade, Kollege? Oh, 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 oh. Der ist vielleicht nicht. Tötet es, ja, hallo? Oh, ich hasse Spinnen. Alter Schwede. Nehmen wir doch gleich nochmal unseren Heal. Das war eine knappe Geschichte, würde ich mal sagen. Uiuiui. Wow, ist das widerlich. Ich hasse Spinnen. Holt mich runter! Oh, der Typ lebt ja noch. Oh ja, der läuft uns nicht weg. Hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Avel der Flinke. Na, dann fragen wir ihn einfach mal, wo die Klaue ist. Haben die gerade eben drüber geredet? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Hm. Gib mir zuerst die Klaue. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Hm. Erschlage, Abel. Wieso soll ich ihn denn erschlagen? Es lockert sich. Ich kann es spüren. Jetzt gib mir die. Dummkopf. Warum soll ich den Schatz nicht mehr? Nee, nicht so, mein Freund. Du läufst mir nicht weg. Da, die Zeichen meint er wahrscheinlich. Sein Tagebuch nehmen wir doch auch gleich mal mit. So, und dann wollen wir uns mal erkundigen. Was ist das denn? Ein Balsamierwerkzeug? Gruselig. Die Frame Drops wundern mich gerade. Irgendwas im Hintergrund muss bei mir wohl laufen. Dabei rendere ich im Moment gar nichts. Aber das stört mich ein wenig. Ich werde da einen Augenblick mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Bin gleich wieder für euch da und schau mal, was da im Hintergrund läuft. Bis gleich. Tschuhu. So, und da bin ich auch schon wieder. Ging eigentlich recht flott. Ich hoffe, ich habe es jetzt behoben. Ich glaube zwar nicht dran, aber mal schauen, ne? Immer diese Fliegen hier. Also das ist noch ein bisschen nervig. Oh, kann man was sammeln?
wegen diesen Einbalsamierwerkzeugen, die wir gerade eben gefunden haben. Die, von denen, ne? Und überhaupt. Wie jetzt? Ich dachte, die wären tot. Stirb! Erneut! Du dreckige... Schiff, du. Noch einer. Gib mir nicht auf den Sack, verbrenne. Soll ich mich auch noch mit den Toten rumschlagen? So habe ich aber nicht gewettet mit euch. Bist du auch wirklich tot? Oh, da kriegt man echt Panik hier. Ist halt noch schlimmer als Minecraft fast. So. Der ist tot. Lieber mal mit. Das sieht irgendwie aus, als wenn wir das aktivieren. Ich lass das mal lieber. Der da sieht lebendig aus. Ich probiere es einfach mal aus. Zack. Oh mein Gott, der ist ja wirklich lebendig. Und wie der aushält. Gar nicht cool. Der kann ja sogar zaubern. Du bist tot, also bleib doch bitte tot. Schaden machen die auch wie verrückt. Ich sollte vielleicht bald mal mein Level upskillen. Damit wir hier mal ein bisschen mehr Schaden machen. Würde vielleicht... Da hinten, der lebt auch. Sehe ich, das rieche ich regelrecht. So, treffen können wir auch nicht. Die sehen uns nicht, dann machen wir mehr Schaden. Oh, der ist... Oh, hat der mich erschrocken. Kommt der einfach so von der Seite angepirscht. Alte Nordkrieg, sagst du? Was macht der denn da hinten? Der hat uns immer noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist blind oder so. Sehr witzig. Alter Nordbogen. Ist ja cool. Der alte Nordbogen ist genauso stark wie unser Jagdbogen. Nur, dass unser Jagdbogen schon aufgebessert ist. Das heißt, wenn wir den Nordbogen aufbessern, haben wir noch einen besseren Bogen. Oho. Die macht 16 Schaden. Ja, die macht auch mehr Schaden. Ja, so ein bisschen, ne? Alte Nordkriegsaxt macht die mehr Schaden als unser... Ne, unser kaiserliches Schwert ist... Oh, doch, ein mehr Schaden macht die. Aber ich muss ja gestehen, ich finde Schwerter total toll. Ich bleibe auch erstmal bei Schwertern. Ja, doch. Schwerter. Da bleibe ich erstmal bei. Gold, Granitstein. Pfeile. So aus, als müssen wir das richtig timen. Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir uns vorher nochmal heilen. So und. Go! Oh, das hat weh. Jetzt sind wir irgendwie so ein Scheibchen, sind wir jetzt nur noch, wa? Oh, die kann man runterschlagen. Sollte man aber besser nicht. Würde ich mal so behaupten. Hängt da auch noch so ein Ding? Ne, schade. Hätten wir das gleich nutzen können. Ich verbrenne dich. Du Toter, du. Immer noch leicht schockiert, dass wir auf einmal gegen Tote kämpfen. Musik macht es auch nicht viel besser.
Guck mal, der da hinten, der lebt doch. Der sitzt da schon so ganz unschuldig. Steht da schon so ganz unschuldig. Nein, das hatte ich nicht vor. Entschuldigung. Na, verbrennen. Ich wollte eigentlich... nein, das wollten wir auch nicht ausrüsten. Das wollten wir ausrüsten. Hier muss ich aufpassen, wenn ich hier irgendwo falsch gegenkomme. Dann brennen wir. Da steht noch so einer. Oh. Nein, 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 nicht wegstecken. Nee. Also im Moment habe ich es mit der Tastaturbelegung nicht so. Das Schwert haben wir auf 3. Ah, okay. Hey, uhu. Da, yeah. Haha, klappt doch wunderbar. Vielleicht sollten wir dann aber trotzdem nicht da reinlaufen. Kam mir jetzt nur so ein Gedanken, dass man nicht unbedingt ins Feuer läuft. Könnt ein bisschen warm werden. Jetzt gleich ein bisschen. Da haben wir gerade eben durchgeguckt. Kann man eigentlich durchschießen? Scheint nicht so. Wären wir bloß umgedreht und wären zurückgegangen. Die Quest ist ja schon abgeschlossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jedenfalls ist es hell erleuchtet hier. Das finde ich jedenfalls gut. Wenn es jetzt auch noch dunkel gewesen wäre, aber... warum hältst du so viel aus? Coole Drehung, eindeutig. Nice. Wo ist er denn jetzt hin? Ui. War alles mit. Kann man bestimmt gut verkaufen. Zaubertrank. Ich würde mal sagen, hier geht's weiter. Nur warum machen wir das? Warum machen wir das? Kann man mitnehmen, finde ich gut. Schimmerpilz. An irgendwas erinnert mich das. Ja, war wohl nicht sonderlich wichtig. Verdammt, an was erinnert mich das denn? Amulett von Talos. Die Wartezeit zwischen Schreien vermehrt sich um... Wieso sollten wir denn bitte rumschreien? Das ist ja jetzt... Naja, okay. Wir haben sowas noch nicht, also... würde ich mal sagen, legen wir es einfach an. Kann man es jetzt sich auch an... Das Amulett? Anscheinend nicht. Ist wohl nicht so cool, das Amulett. Der sieht irgendwie zerfressen aus. Also, das Skelett. Wer denn sonst? Ich will lieber wieder zum Schwert wechseln. Ist mir sicherer. Oh, Tap. Ja, auf dem Bogen können wir immer noch wechseln, wenn die vor uns laufen. Aber wenn sie auf einmal neben uns stehen, so wie diese doofen Zombies-Dinger. Wie hießen die noch? Dongrad oder irgendwie so. Das ist ja das ist voll fürchterlich. Finde ich echt nicht nett. Da ist schon wieder so einer. Ja,
Das ist. Der heißt ruhelos. Ja, so sieht er auch aus. Aua. Hilfe. Warum kriegt er denn keinen Schaden? Das ist ja voll uncool. Oh oh. Oh oh. Ich würde mal sagen. Wir bessern unsere Gesundheit auf. Ein bisschen.